Der Titel seines jüngsten Buches heißt Was bleibt, ist große Zuversicht. Und wie es ausschaut, ja, was bleibt, ist große Zuversicht. Also an den lieben. Ein schönes Bild. Lars Lakit mit Koffer. Diese Symbolik konnte man aber damals. Lauter Verbrecher. Und jetzt gehen wir zu einem größeren Verbrecher. 99. Liebe Staatsanwaltschaft. Stellt sich den Ermittlungsbehörden. Die meisten dachten, das Ganze sei auf einen übereifrigen Staatsanwalt zurückzuführen. Wie hieß denn der? Nach der Vernehmung von der Postbank wirkte der damalige Hauptakteur vollständig gelassen. Hinterher war er schon wieder ganz oben auf und gab überraschende Reisepläne bekannt. Walter Leisler-Kiep konnte das Gericht in Königstein erst einmal als freier Mann verlassen. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt, allerdings gegen eine Kaution von 500.000 Mark. Denn Kiep lenkte die Haben Sie keine andere Frage? Dann fragen Sie mal wenigstens richtig. Jetzt bleibe ich bei Ihnen stehen und sind Sie nicht in der Lage, eine Frage zu stellen. Ich soll darauf hoffen, dass noch ein Restbestand von anständigem Journalismus möglich ist. Das sehe ich aber wirklich nicht. Welchen Sender sind Sie denn? Anständiger Journalismus. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Sie bin ich nicht, Herr Kohl. Herr Dr. Kohl. So, wir wollen ein bisschen Ordnung zwischen. Herr Dr. Kohl, tut Ihnen. Ja, das will ich. Tut ich möchte keine Intimität mit Ihnen haben. Guten Tag. Stuttgart Panorama, eine Frage. Wofür haben Sie die Gelder von Herrn Kirch bekommen? Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen in den zu machen. Warum nicht? Von Panorama. Ja. Wissen Sie doch, was das heißt? Sie haben ja mit Journalismus nichts zu tun. Aber wofür haben Sie denn, für welche Tätigkeit haben Sie denn die Gelder bekommen? Damit ich Ihr Gesicht betrachte, das reicht mir. Also, es ist echt der Hammer, also das darf doch nicht wahr sein. Da sagt ein Ex-Bundeskanzler zu dem Journalismus, sie wäre nicht seriös. Ne? Nur weil ein Journalist wissen will, wo die ganzen Millionen geblieben sind, ne? Die der Ex-Bundeskanzler bekommen hat. Dann frage ich mich, für was wird eigentlich ein Staatsanwalt eigentlich bezahlt in Deutschland? Oder generell? Es wusste doch jeder, dass der Ex-Bundeskanzler Schmiergeld genommen hat. Warum ist eigentlich in dieser Beziehung die Justiz ein bisschen behindert im Kopf? Ne? Und ich frage mich, warum sind solche Leute, die wo Politiker sind, ganz oben und die Schmiergeldaffäre und alles drum und dran, von der Justiz eigentlich verschont. Und der kleine Bürger muss wegen jedem Scheißdreck dafür büßen. Na, das geht nicht. Also liebe Leute, Rechtsanwälte, Justizier, macht eure Augen auf und bestraft auch diese Leute. Weil es gibt kein Recht auf dieser Welt zu sagen, dass irgendein Mensch das Recht hat, zu betrügen und dann noch zu lügen. Das geht nicht. Wir machen weiter. Wir haben noch ein paar Leute. Weil viele sagen, Italiener sind Mafiosi und so. Die wirkliche Mafia, die ist hier in Deutschland. Passt mal auf. Ja, da noch so ein Arschloch, Schröder. Herr Bundeskanzler, ist ja schön, dass Sie mich jetzt schon ansprechen. Sind Sie jetzt schon zurückgetreten? Nein, oder? Nein, überhaupt nicht, Herr Brenner. Achso, nein, ich meine, das wäre ja, weil Sie das verwundern, wenn Sie das verwundern. Also ich sage nochmal, ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch, ja. Bis zum Neuen. Das bleibe ich auch, Herr Bis zum Neuen, eines Neuen. Wenn Sie da gerne arbeiten. Und wenn Sie das da wieder... Das ist noch so ein Spitzenkandidat, was Betrug unter den eigenen Deutschen. Ein Ex-Bundeskanzler arbeitet für die Russen, für Gazprom. Mit den größten Kriminellen, was es auf dieser Erde gibt, die Russen. Ne, das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Ein ehemaliger Bundeskanzler macht krumme Geschäfte. So, jetzt frage ich mich noch einmal. Die Staatsanwaltschaft,
Was macht die eigentlich? Machen die nur Jagd auf kleine Verbrecher? Oder was soll das eigentlich? Und, Zumwinkel haben wir ja auch noch. Zumwinkel. Ja, was hat denn der Zumwinkel bekommen? Zumwinkel hat über 300 Millionen Euro in der Schweiz. Zumwinkel, auch so ein Kandidat. Man wollte bei mir die Steuern eintreiben. Ich wollte gerade allein sein, da kamen sie an. Ich war nur stinkreich und ich wollte es auch bleiben. Ich darf nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig ich euch schon bescheiße. Die Beamten haben die Akten ins Präsidium gefahren. Mhm. Es kam alles raus und ich... Und so könnte man weiters machen. Zum Winkel, Schröder, Ex-Bundeskanzler Kohl, die Justiz. Ja. Tausendmal kassiert, ja. Verbrecher. Und es kann auch nichts passieren. Warum dann auch? Na, das kann nicht sein. Dass sich die Leute sich der Arsch aufreißen, wenn sie arbeiten gehen. Und solche Leute wieder zum Winkel. Echter Hammer. Lächerlich. Ich wollte in Rente gehen, doch ich hab's versaut und jetzt ist es vorbei. Und dann passieren solche Sachen, logischerweise. So was passiert, wenn Menschen in Deutschland keine Ziele mehr haben. Man nennt sowas auch Perspektivlosigkeit, keine Zukunft, nichts. Und deswegen passiert auch sowas. Und man soll nicht immer die Schuld geben diesem Spielen auf dem PC, diese angeblichen Gewaltspiele etc. etc. Das hat damit nichts zu tun. Nein, nein. Aber ich habe hier noch so einen Kandidat, der auf der Abschluss, wie heißt denn der, Liste ist. Das ist der mit dem Rollstuhl. Der Schäuble. Der Schäuble. Hier wird sein Überwachungsstaat aufgepasst. Auch auf den Computer Zugriff zu haben, dafür braucht man eine Rechtsgrundlage. Bisher hat man es ohne gemacht. Schäuble, nicht mehr ganz normal im Kopf. Mhm. Ja. Ja. Nach Pakistan in solche Ausbildungslager leider nicht ganz unüblich ist, und deswegen müssen wir sehr sorgfältig das beobachten. Herr Schäuble, dieser Fahndungserfolg ist auf der Grundlage der bestehenden Gesetze erfolgt. Warum bestehen Sie weiter auf Online-Durchsuchungen?
alle diejenigen, die verantwortlich für diese Arbeit sind, die Präsidenten von Bundeskriminalamt, wie Bundesamt für Verfassungsschutz, die Generalbundesanwältin, alle Fachleute sagen, die Terroristen kommunizieren immer stärker mit Hilfe des Internet und auch dadurch, dass man auf Computer Zugriff hat. Das geht ja gar nicht mehr mit E-Mails, wie man sich das so vorstellt. Und dass man deswegen diese Möglichkeit braucht. Wie man sich das so vorstellt. Was stellt der sich überhaupt vor? Der ist doch schlimmer wie die Stasi. Stoppschnitt.